So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute mal ein Rezeptvideo für euch mit dem hier. Ja, ich habe zwar die letzten zwei Tage auch schon mit dem gekocht, aber da kommt ja ständig einer dazu, da kann man nicht filmen. Deswegen mache ich das jetzt mal heute. Und zwar gibt es heute, ich muss nur kurz in mein schlaues Büchlein reingucken, Fleischklöße in Tomatensauce. Ja, und dazu mache ich Nudeln. Genau. Und das wollte ich jetzt euch mal zeigen. Und was ihr dazu braucht, zeige ich euch natürlich jetzt auch. Viel Spaß! So, und zwar will ich Fleischklöße in Tomatensauce machen. Und die will ich für 4 Personen machen. Da brauche ich Rinderhackfleisch, 800 Gramm. Ich habe aber jetzt Schwein und Rind. Und nur 500 Gramm, das reicht. Dann brauche ich Zwiebeln 200 Gramm, Möhren in Scheiben, auch 200 Gramm, Knoblauchzehen, Petersilie, Tomate in der Dose. Da brauche ich 500, das sind nur 400. Ich mache noch eine frische dazu und ich mache noch ein paar frische Paprika dazu. Und dann brauche ich noch Paniermehl und ein Ei, genau. Das ist jetzt so das in etwa, was ich brauche. Wie gesagt, dazu gibt es Nudeln und einen Salat. Als erstes müsst ihr euer Hackfleisch mit Ei, Paniermehl, Salz und Pfeffer verkneten und zu Klößchen formen. Und dann kommen wir zum eigentlichen Behälter. Aber als erstes schneiden wir jetzt unsere Karotten in Scheiben und unsere Zwiebeln und den Paprika. Das wiegen wir dann alles genau ab. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Karotten. Die müssen wir erschälen. Gewaschen sind sie schon. Jetzt schneiden wir die in Scheiben. Ich mache es mal so, dann können wir es besser sehen. Die Endstücke schneide ich ab. So, ihr Lieben, ich habe jetzt soweit alles geschnitten. Hier habe ich noch meine extra Tomaten und mein Paprika, meine Zwiebeln. Und jetzt mache ich den Teig für die Hackfleischklößchen. Dazu braucht ihr ein Ei, wie gesagt, euer Hackfleisch und Paniermehl und Pfeffer und Salz. So, ich stelle euch jetzt mal hier hin, denke ich, damit ihr das auch alles so sehen könnt. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich wieder das etwas höhere Stativ. Dann können wir auch direkt in die Schüssel gucken. So. Dann machen wir hier das Fleisch rein. Einmal die Semmelbrösel. Mache ich übrigens selbst aus Brot und Brötchen, das ich getrocknet habe. So, Pfeffer. Upsi, das war der Deckel vom Pfeffer. Salz. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch noch andere Gewürze reinmachen. Das ist ja nur das Standardrezept, wie es jetzt im Ding drin ist. Ich mache jetzt noch, wenn ich eins finde,
mache ich jetzt noch ein Klecks Tomatenmark rein. Und ein bisschen Curry, weil das kennt ihr ja von mir, Curry ist so mein Standardgewürz. Und ich mache meinen von Magic Dust, von Joe Spices, mein Magic Dust rein. Also wie gesagt, ich habe hier jetzt noch ein bisschen Curry. Das habe ich im Asialaden geholt. Dann ein bisschen Tomatenmark. Und den Fleischwürzer von Just Spices. Der sieht so aus. Mein Mann mag das, wie das schmeckt. So, das Ganze vermenge ich jetzt natürlich. Und dann kümmern wir da draus Klößchen. Und ja, jetzt kommt wieder bestimmt, du bist doch Vegetarier. Ja, bin ich. Aber deswegen mache ich trotzdem Fleisch für die Familie. Weil die können selbst entscheiden, was sie essen und was nicht. Und für mich gibt es heute Sojaschnitzel. Die habe ich schon in der Pfanne liegen. Genau. So, Teig ist fertig und daraus formen wir jetzt die Klößchen. Klößchen setze ich mir hier auf mein Brett zu meinen Tomaten. Ich versuche möglichst die gleich groß zu bekommen. Ist manchmal nicht ganz einfach, aber ich mache die jetzt fertig und dann melde ich mich wieder bei euch, wenn es dann losgeht mit dem Cook for Me kochen. So, ich habe meine Cook for Me jetzt angemacht. Jetzt gehe ich rüber auf Rezepte, okay, auf Hauptspeise und da suche ich mir jetzt meine Klößchen mit Tomatensauce, genau, für 4 Personen. So, Zubereitung 10 Minuten, garen 3 Minuten, passt. 10 Minuten brauchen nämlich meine Nudeln. So, da zeigt er mir jetzt nochmal alles, was ich am Rezept brauche. Ja, das haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir einen Esslöffel Öl in den Behälter geben. Das mache ich jetzt am besten mal. So. Jetzt seht ihr das. So, das haben wir jetzt gemacht und jetzt muss er sich aufheizen. Der geht jetzt durch bis da hinten und dann ist er aufgeheizt und dann geht es weiter. Die Skala geht dann von gelb, grün nach rot. So, der Bräter ist jetzt warm oder der Wunderkessel. Jetzt muss ich die Zwiebeln, dann Fleischklöße, Knoblauch und Karotten 3 Minuten drin anbraten. Ich will da mal reingucken, das ist Öl. Seht ihr, das brutzelt. Nicht wundern, wenn es da hinten ein bisschen brutzelt, das ist mein Sojaschnitzel. So. Das machen wir doch jetzt mal. Ich stelle euch mal wieder rüber. Damit ihr das Ganze auch wieder seht.
habe jetzt zwei rote Zwiebeln und eine Stampe drin. Könnt aber machen, wie ihr wollt. Die mache ich jetzt mal so ein bisschen anbraten. Und dann mache ich die Fleischklößchen dazu. So, jetzt habe ich die Fleischklößchen mit reingegeben. Ist ein bisschen schwierig dann mit Anbraten, weil ich die gerne ein bisschen wenden würde, dass sie nicht auseinanderfallen. Aber ich denke, das ist wirklich schön. Dann als nächstes kommen die Karotten rein und der Knoblauch. So, als nächstes müssen jetzt die Karotten rein. Dann mache ich gleich noch mein Paprika dazu. Und dann noch meinen Knoblauch, den ich pressen soll. Das ist immer ein bisschen Kraftakt. Jetzt haben wir das jetzt noch ein bisschen anbraten. So, ich habe jetzt alles reingemacht, habe den Deckel zu und auch die Tomaten rein. Jetzt gart das Ganze noch. Dauert jetzt noch 2 Minuten. Meine Nudeln sind auch gleich fertig. Da seht ihr schon, wie der Rauch aufsteigt ein bisschen. Oder der Dampf. Ich habe jetzt also noch die passierten Tomaten rein in Stücke und die geschnittenen Tomaten und noch ein bisschen Petersilie. So, Garvorgang ist beendet. Er macht jetzt den Schluss und dann meldet er sich, dass ich den Deckel aufmachen kann. Guten Appetit, schreibt immer noch warm halten, beliebig würzen und servieren. So ihr Lieben, das Ganze ist fertig, so sieht das aus, sehr sehr lecker. Ich habe euch jetzt hier mal einen Teller fertig gemacht. Ja, das war mein Rezept für euch mit meinem Krups Cook for Me. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen hoch und wenn ihr gerne mehr von den Rezepten sehen wollt, natürlich auch gerne Daumen hoch. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Erfahrungen oder so unten reinschreiben in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch so ein Wunderkesselchen. Ja, das ist jetzt mein Mannsein-Teller. Gibt es noch Salat dazu. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr zugeguckt habt. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit.